Ja, hallo, ich grüße dich. Vielen herzlichen Dank für dein Interesse. Mal schauen, was daraus wird aus diesem Video. Im Prinzip ist es eine Frage an dich. Wie siehst du uns? Wie siehst du die Gesellschaft? Ja, wir können vielleicht ein bisschen eingrenzen, zum Beispiel hier in Europa, Mitteleuropa, Deutschland, Schweiz, Österreich, so. Also, wie siehst du unsere Gesellschaft Ende 2021? Wie siehst du die? Ja. Deiner Meinung nach hat sich, wird sich bis dann das Bewusstsein sozusagen vergrößert haben? Also wird das, werden die Zustände wieder besser sein? Ja. Das ist meine Frage an dich. Ich weiß noch selber nicht, wo dieses Video, wo das schließlich endet oder was ich jetzt da alles noch sagen möchte. Vielleicht einfach eine kleine Philosophie. Mal schauen, was draus wird. Es ist halt einfach sehr aktuell. Gell, jetzt haben wir den 17.05.21, also jetzt haben wir Mitte Mai. Also wie entwickelt sich das weiter, was wir jetzt haben? Ja, ja, kann man pessimistisch sein, kann man auch optimistisch sein. Also ich weiß es nicht so recht. Gut, ich bin jetzt nicht ein ausgewiesener Prophet oder weiß jetzt natürlich, kann ich dir nicht sagen, was bis NDA sich da installiert haben wird oder nicht. Meiner Meinung nach ist jetzt einfach entscheidend, das Jahr 2021 von der Qualität her, es ist der Beginn eben eines neuen Jahrzehnts, also Beginn, ja gut, im Prinzip hat das schon letztes Jahr begonnen. Aber jetzt ist das so richtig in die Gänge gekommen. Ja, also von mir aus, das ist einfach meine subjektive Meinung. Es kann ja auch anders sein. Vielleicht siehst du es anders. Also ich finde, die nächsten Monate beziehungsweise einfach bis Ende Jahr werden sehr entscheidend sein, in welche Richtung es dann weitergehen wird. Also das, was jetzt in den nächsten Monaten geschieht, wird bestimmend sein für das restliche Jahrzehnt. Ja, kann gut sein. Also das wäre für mich sehr stimmig. Jetzt fragt sich einfach, ja, was macht jetzt jeder einzeln draus? Also was machst du, was mache ich? Und gut, vielleicht fragst du mich, ja, was erwünsche ich mir oder was wünsche ich mir? Also oder wie sehe ich es selbst dann? Also ich hoffe einfach, dass es hört sich zwar langsam kitschig an, sozusagen, aber einfach, dass noch mehr Menschen erstens mal aufwachen und zweitens in dem Sinne noch einiges mehr tun, eben sich, ja, vor allem eben, ja, was wirklich sehr, sehr entscheidend ist, dass viele noch mehr dazukommen, eine eigene Meinung aufzubauen, sich eine eigene Meinung zu bilden, ja, eben zu recherchieren, eben zu forschen, verschiedenste Medien. Also verschiedenste Infokanäle, egal welche, einfach alle möglichen zu konsultieren und dann eben, vielleicht habe ich es schon letztes Mal gesagt, ich weiß nicht, aber es ist halt wirklich sehr, sehr wichtig. Es ist etwas vom Aktuellsten, was es gibt. Das brennt uns wirklich am meisten jetzt. Also wie kommen wir da weiter? Also zum Beispiel, wie lernen wir mit irgendwelchen Seuchen zur Hand zu haben? Also ja, wie werden wir in der Zukunft damit umgehen? Also
Wie werden wir mit neuen Situationen, wie werden wir da klarkommen? Ja? Weil die Wege, also das ist zumindest meine, wie gesagt, meine subjektive Meinung, also so wie wir das angestellt haben, oder die Politik, die Wissenschaft, die Wirtschaft, also so wie wir das jetzt zum Beispiel im letzten halben Jahr erlebt haben, also das kann nicht die Lösung sein. Es wird auch nicht die Lösung sein, zum Beispiel am nächsten Herbst, ja, was geschieht dann, wenn, was geschieht dann wie, zum Beispiel wieder am nächsten Herbst, ja, ja. Also ich denke, es gilt jetzt einfach auch in das Bewusstsein vieler Menschen zu bringen, ja, dass jeder mehr eben auch die Selbstverantwortung, ja, also die Selbstverantwortung wahrnehmen sollte, eben noch mehr selber denken sollte, eben das, was er dann liest oder recherchiert, dass er eben die Punkte verbindet, dass er so zu einer eigenen Meinung kommt, also sicher nicht bloß einfach, also in der Schweiz, Schweizer Fernsehen oder in Deutschland, ARD oder ZDF oder in Österreich zum Beispiel das ORF schaut, sondern dass er wirklich da wirklich bereit ist, da viel, viel mehr verschiedenste Kanäle anzuschauen. Also solche, die er kennt, und solche, die er halt bis jetzt nicht so gekannt hat. Ja, wie kommen wir, wie kann es aufwärts gehen, wie kann es weitergehen? Ja, es gibt immer verschiedenste Lösungsansätze, das ist klar. Aber was ich zum Beispiel momentan nicht gerade sehr optimal finde, eine doch sehr, sehr starke, darf ich das so benennen, eine sehr, sehr starke Obrigkeitshörigkeit, also man nimmt einfach alles als richtig an, also alles, was uns gesagt wird, entweder durch die Wissenschaft, also durch eine bestimmte Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, einfach durch irgendwelche Köpfe. Es wird einfach alles, ja, es wird immer so schön alles angenommen. Ja, es wird ja schon recht, wird ja schon richtig sein. Die haben ja nicht umsonst ihren Professoren oder ihren Doktortitel oder haben nicht umsonst 10 Jahre studiert oder weiß nicht was, alles, gell? Wird schon, ist schon richtig, die machen das alles schon gut, das ist immer alles zum Wohle der Menschen, selbstverständlich, es geht nie um Geld. Ja, also das ist einfach, oder nochmals, um auf den Anfang zu kommen, also wie sehe ich uns Ende 2021, unsere Gesellschaft, also was ist wichtig in dem Sinne vorwärts zu bringen, also wo müssen wir ansetzen? Ich denke ganz klar in der Eigenständigkeit, im selbstständigen Denken auch, im selbstständigen Recherchieren und dann die Punkte verbinden, einfach selbst nachschauen, nachlesen, nachhören, und zwar wirklich forschen, also wirklich um sich dabei auch Gedanken zu machen oder auch abzuwägen, gesunder Menschenverstand walten, schalten lassen. Ja, dann gibt es Hoffnung für bessere Zeiten. Gell? Und ja, also ich bin, wir können gerne mal dann einen Rückblick machen, sozusagen Ende 2021, mal sehen, wo wir dann angekommen sind. Und ja, sicherlich ist es weiterhin gut, also was ich ja immer wieder propagiere, eben auch ja, zu versuchen, in der eigenen Souveränität Stärke zu sein, zu versuchen, den Glauben zu stärken. Ja,
vielleicht nicht mit der Kirche zusammen, weil, also, kommt mir gerade wieder in den Kopf, also wenn da diese, also wenn die ganze Sumpfsuppe, also da so diese Technik oder diese Errungenschaft der Sumpfsuppe, also wenn das von Gott ein Geschenk Gottes sein soll, ja eben dann. Also gut, ich kann ja nur noch drüber lachen, also ich meine, aber das ist, habe ich ja schon mal, hast du ja vielleicht schon mal gesehen, habe ich schon mal gepostet, es ist ja irgendwie, ja. Also wenn das in der ARD, also zu bester Sendezeit, also wenn das da die Sonntagspredigt war, genau. Ja, also was ich damit sagen will, ist einfach von innen, im Prinzip kommt von innen ja die größte Kraft oder die größte, ja, ist im Prinzip jede Information vorhanden oder kannst du auch sagen vom Göttlichen, vom Universellen. Ja, also es ist sowieso besser. Also ich meine, das spreche ich auch für mich selbst. Also lieber besser. Also wenn es darum geht, Informationen zu empfangen oder Stimmiges zu empfangen oder zu erahnen oder zu spüren, macht es 100-mal mehr Sinn, nach innen zu hören, nach innen zu schauen, als irgendwelche Botschaften von außen, eben zum Beispiel durch die Medien oder durch andere Menschen so zu empfangen. So, ja gut, jetzt haben wir es ein bisschen geplaudert, gell, ganz, ganz locker. Wie gesagt, ich wollte das einfach mal wollte man darüber sprechen, weil das halt doch sehr, sehr wichtig ist, auch was die Einstellung oder was jeder jetzt in der nächsten Zeit machen wird, weil das ist, ich finde, das ist wirklich sehr, sehr entscheidend. Also das ist wirklich eines der Kernthemen, eben auch für unsere Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstwerdung. Also wenn der Rahmen plötzlich überhaupt nicht mehr stimmt, kann es dann noch so, also, oder wie, ist dann eben noch viel, viel anspruchsvoller, eben in deiner Mitte oder in deiner Stimmigkeit oder in deiner Harmonie zu sein und so weiter. Ja gut, beschließen wir das an dieser Stelle. Also ich danke dir, falls du es bis hierhin ausgehalten hast und wünsche dir natürlich weiterhin beste Gesundheit und gutes Gemüt und gute Einstellung und eine eigene gesunde Meinung oder einen gesunden Menschenverstand. Bis bald. Tschüss.